ihrer Wiener Vorlesung von 2009 berichtet Katrin Rögler von einem Investmentbanker, dessen Unternehmen zahlreiche Büroräume im World Trade Center gemietet hatte, auch am 11. September 2001. Kollegen waren gestorben, einer habe nicht und nicht von seinem Schreibtisch aufstehen wollen, weil, das waren anscheinend seine letzten Worte, es einen Grund gebe, warum er hier sei. Er meinte damit seine Ranking-Position. Also, dass er diese Karriere geschafft hat, lag an seiner Bereitschaft, alles zu geben und sich nicht von so Lächerlichkeiten wie einem Flugzeug, das ins Gebäude eingedrungen war, ablenken zu lassen. Diese kurze Anekdote bringt uns zugleich ins Zentrum von Katrin Röglers Ästhetik. Sie interessiert sich für Konstellationen, in denen das, was man sagt oder glaubt, und das, was geschieht oder ist, in einen Widerspruch, eine Spannung geraten. Rögler ist keine Unterhaltungsautorin und schreibt auch nicht den großen Gesellschaftsroman. Sie konfrontiert uns mit der sprachreflexiven Kraft literarischer Texte, kommt aus der experimentellen Tradition der Wiener Gruppe, die sich bei ihr formal unter anderem in der konsequenten Kleinschreibung oder der intensiven Nutzung indirekter Rede bemerkbar macht. In Abgrenzung von der kleinen Literaturdebatte dieses Jahres konstatiert sie, Zitat, Realismen, die einfach nur daher erzählen, die interessieren mich gar nicht. Ein komplexerer Begriff realistischer Literatur sei notwendig, den sie beispielsweise bei so unterschiedlichen Autoren, Autorinnen wie Hubert Fichte, Elfriede Jelinek und Alexander Kluge verwirklicht sieht. Eine politische Autorin wird Katrin Rögler nicht, weil sie sich mit einer Klampfe in den Bundestag setzt und eine Partei beschimpft oder ein plumpes israelkritisches Gedicht in einer Zeitung veröffentlicht. Die FAZ schreibt in ihrer Rezension des letzten Rögler-Buchs, ihre so literarischen wie soziologischen und politischen Arbeiten sind stets subtil subversive Angriffe auf das Syndikat, denn sie setzen viel effektiver als empörte Ideologiekritik im Inneren der neuen Oberschicht selbst an, stellen verwundert, belustigt und ein wenig bösartig ihr Groteskes aus. Röglers Autorschaft konstruiert somit zwar keinen autonomen gesellschaftlichen Raum, in dem man jenseits der Machtdiskurse wüsste, wie es besser ginge. Sie gewinnt jedoch gerade dadurch eine hörbare literarische Stimme. Katrin Rögler ist Jahrgang 1971, begann noch vor ihrer Volljährigkeit in Salzburg mit dem Schreiben und lebt und arbeitet seit 1992 in Berlin. Zu den wichtigsten ihrer zahlreichen Auszeichnungen gehören der Preis der SWR-Bestenliste, der Solothurner Literaturpreis, der Arthur-Schnitzler-Preis sowie die Aufnahme in die Akademie der Künste Berlin. In ihren ersten, sehr sprachexperimentellen Büchern befasst sich die Autorin mit den sozialen Distinktionen und Befindlichkeiten zumeist jüngerer Bewohner und Bewohnerinnen urbaner Räume. Zitat aus Iris Wetter. Oder sind das etwa schon wieder so Germanistikstudentinnen, die sich plötzlich vor einem aufbauen und von nichts anderem als ihren Berlin-Anthologien reden? Richtig, unter 35 nennen sie die dann. Feste Pop schreiben wir auch noch drauf. Fast wie Musik fällt ihr dazu noch ein und liest sich in der U-Bahn, werden sie mit Sicherheit im Klappentext schreiben, so nebenbei. Dabei ist doch bekannt, sprich das Popwort nicht aus. Ende der 1990er Jahre arbeitet Katrin Rögler folglich nicht am Popdiskurs, sondern in Kunstkollektiven mit und veröffentlicht online den Hypertext Nach Mitte, ein Versuch zum literarischen Experiment im digitalen Raum. Bis heute arbeitet sie sich an der Frage ab, welche Effekte zum Beispiel Social Networks und Smartphones auf Gesellschaft und Sprache haben. Am 11. September 2001 weilt sie mit einem Literaturstipendium als Gast des Deutschen Hauses in New York. Die terroristischen Anschläge auf das World Trade Center und insbesondere deren Alltags-, Medien- und politikdiskursive Bearbeitung reflektiert sie im Band Really Ground Zero, 11. September und folgendes. Zitat: Ja, da unten sehe ich mich stehen, wie ich für einen Augenblick nicht mehr in meinem wirklichen Leben vorhanden bin. Denn ich sehe nicht nur mich, ich sehe auch einen Film. Der Film heißt You Can Really See It Melting.
Das verrät mir die junge Frau aus dem 22nd Floor, mit tonloser Stimme und meint damit den Tower. Sie findet es total krank, dass die Leute Fotos davon machen. I can't believe it! They are taking pictures of a catastrophe! Ich nicke und werde bald genau zu den Leuten gehören, die wahllos fotografieren. Doch jedem seine Strategie, damit klarzukommen. Seither hat Katrin Röggler eine enorme Auswahl an Veröffentlichungen Anzahl an Veröffentlichungen vorgelegt, unter denen zwei herausragen. Wir schlafen nicht von 2003 ist bereits jetzt, 10 Jahre später, zu einem kanonisierten Text, zumindest der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur geworden und gilt als die literarische Auseinandersetzung mit der sogenannten New Economy. Aus einer Vielzahl von Interviews mit verschiedenen Berufs- und Statusgruppen montiert Röggler 7 Figuren, zu denen eine Key-Account-Managerin, eine Praktikantin und eine Online-Redakteurin zählen. Die Figuren wiederum positionieren sich zu Themen und Gegenständen der vor allem immateriellen Arbeitswelt, die wie Lemmata eines Lexikons zur New Economy wirken. Aufmerksamkeit, Lifestyle, der McKinsey King, harte BWL, Märchen erzählen, Schmerzvermeidung, Auszeit nehmen oder Exit-Szenario. Im Kapitel Wir schlafen nicht heißt es, der Partner, wie lange er schon auf den Beinen sei, könne er jetzt nicht sagen, er wisse das längst nicht mehr. Also er zähle die Stunden jetzt nicht und von Tagen könne man hier in diesem Rahmen nun wirklich nicht mehr sprechen. Die Account-Managerin, also ich empfinde es nicht als belastend. Der Senior Associate, trotzdem würde er sagen, ein Adrenalin-Junkie sei er nicht. Die Key-Account-Managerin, also ich, komme damit klar. Die Alarmbereiten versammelt 2010 7 Erzählungen, in deren Mittelpunkt unter anderem Desaster-Tourismusagenten, eine Notruftelefonmitarbeiterin und eine Kriegsjournalistin stehen. Die Erzählungen zeigen an verschiedenen Beispielen, dass Katastrophenbewältigungsszenarien heute gar nicht mehr auf auslösende Katastrophen angewiesen sind, sondern als spezifische, Zitat Röggler, Katastrophengrammatik unseren Alltag bestimmen. Der Ausnahmezustand als Normalfall, die Krise als Alltag, im Seminar auf dem Elternabend, in der Radiosendung wird die Katastrophe als immer schon präsent diskursiviert. Zitat. Die Anruferin von vorhin möchte sich noch einmal zu Wort melden und fragen, hat man jetzt überlebt? Wie? Sie meint, hat man jetzt überlebt oder kommt noch was auf uns zu? Ich weiß nicht. In der Sondersendung vor einer Stunde haben Sie darüber nichts gesagt. Es ist ja nicht klar, ob es vorbei ist. Doch, man hat überlebt. Aber vollständige Entwarnung wird nicht gegeben. Vollständige Entwarnung kann gar nicht gegeben werden. Das ist nun mal die Situation, mit der man leben muss. Die Alarmbereiten ist zudem ein Beispiel für die zahlreichen intermedialen Arbeiten Katrin Rögglers. Oliver Grajewski versah das Buch mit seinen Zeichnungen, auch das Kunstprojekt Tokio Rückwärtsbuch von 2009 ist ein Ergebnis ihrer Zusammenarbeit. Kann man jetzt nicht gut erkennen, kann man aber unbedingt kaufen. Zu Rögglers Büchern sind auch einzelne Hörbücher entstanden, manchen Buchveröffentlichungen gehen wiederum Radio- oder Theaterarbeiten voraus. Schauen Sie unbedingt mal bei Bayern 2 vorbei, dort finden Sie einige Hörspiele von Katrin Röggler online zum freien Download, wie zum Beispiel Publikumsberatung, der Tsunami-Empfänger oder Kinderkriegen. Röggler wird auch zu den arriviertesten Autorinnen für die deutschsprachigen Theaterbühnen gezählt. Für Worst Case erhielt sie 2010 den Nestroy-Theaterpreis mit ihren Stücken Draußen tobt die Dunkelziffer über Schuldenmacher und Schuldenberater sowie Die Beteiligten. Eine literarische Auseinandersetzung mit dem sogenannten Fall Kampusch wurde sie 2006 und 2010 zum Mühlheimer Dramatikerpreis Stücke eingeladen. 2012 hat Katrin Röggler als Stadtschreiberin von Mainz für das ZDF auch einen Film gedreht, in dem sie ihre thematischen Interessen mit ihrer dokumentarischen Ästhetik verbindet. Filmtitel lautet Die bewegliche Zukunft, eine Reise ins Risikomanagement. Schließlich ruft sie in den Essays ihres jüngsten Buches Besser wäre keine, eine ganze Reihe von Theoretikern, wie unter anderem Pierre Bourdieu, Gilles Deleuze, Michel Foucault oder Richard Sennett auf, die ihr einerseits helfen, die sozialen und ökonomischen Verhältnisse der Gesellschaft zu reflektieren, deren Schriften aber auch auf das literarische Schreiben,
als eine mitunter prekäre Form der Arbeit selbst bezogen werden können. Wer bereits in die Auszüge aus ihrer Essenpoetik hineingesehen hat, die online war und aus der wir jetzt ganz viel mehr noch hören werden, erhält eine Ahnung, wie intensiv diese Auseinandersetzung mit dem Schreiben als Arbeit und der Autorin als einer immateriellen Arbeiterin in den nächsten Stunden und dann Tagen ausfallen wird. Eine Autorin mit solch vielfältigen theoretischen, medialen und experimentellen Interessen ist eine ideale Poetin in Residence für die Universität Duisburg-Essen. Unsere sprudelnde Germanistik mit ihren etwa 4000 Studierenden, Saal ist auch voll heute, ganz wunderbar, hat ihre Schwerpunkte unter anderem in einer medienkulturwissenschaftlichen Perspektive auf Literatur und in der Gegenwartsliteratur. Insbesondere in unserem Masterfach Literatur und Medienpraxis verbinden wir einen literatur- und medienanalytischen sowie theoretischen Zugriff auf Texte mit einer vor allem medialen Praxis auf den Feldern Wissenschaft, Literaturbetrieb, Journalismus, Radio und Video. Die diessemestrige Poetikdozentur Katrin Rögglers steht unter dem Titel Von Zwischenmenschen, Working Milieus, Parallelkrisen und dem nicht eingelösten Futur. Die drei Poetikvorlesungen finden von Montag bis Mittwoch jeweils ab 16.30 Uhr in diesem Bibliothekssaal auf dem Campus Essen statt. Am Donnerstag wird Katrin Rögler hier erstmals aus ihrem Manuskript Land unter Null lesen. Dann haben Sie auch die Möglichkeit, ein paar Ihrer Bücher an unserem dann hier vorhandenen Büchertisch zu erwerben. In ein paar Wochen können Sie zudem diese Veranstaltung und Ihre Vorträge hier online als Videos anschauen. Und wer auf dem Recht am eigenen Bild beharrt, möge jetzt laut sprechen oder für immer schweigen. Bevor ich Ihnen ein paar abschließende Worte zum Setting einer Poetikdozentur mit auf den Weg gebe, ist dies nun die geeignete Stelle zum Dank. Katrin Rögler würde heute hier nicht sprechen, ohne die Unterstützung der Universität Duisburg-Essen, der Universitätsbibliothek und des Studienfachs Literatur und Medienpraxis. Insbesondere danke ich meinen Kollegen, Kolleginnen Professor Paar, Dr. Köllhofer, Dr. Erb, Anna Beukold und Stefanie Fleischer-Pantasis, unseren Studierenden Olga Fink, Katharina Gräf, Christina Petzold, der LUM-Webredaktion Digitur sowie Jochen Ehlert und Ralf Wassermann aus unserem Zentrum für Informations- und Mediendienste. Damit ich zum letzten Punkt komme. Das Setting einer Poetikdozentur sieht vor, dass ein Autor oder eine Autorin gleichsam von der Kanzel offenlegt, aus welchem Inneren heraus er oder sie welche Inspiration gefunden hat. Wir haben dies in vielen Jahren des Poet in Residence durchaus als Inszenierung erlebt. Ein Gegenmodell hat Thomas Meinecke in Frankfurt realisiert, indem er seine Autorschaft radikal dekonstruierte und nur literaturwissenschaftliche oder literaturkritische Texte über seine Literatur vorlas und herausstellte, wie er als Autor jenseits seiner selbst konstruiert wird. Wir dürfen gespannt sein, wie Katrin Rögler mit diesem Setting umgeht. Ihrer Ästhetik entsprechend hat sie im Vorab-Videogespräch angekündigt, dieses Setting weitestmöglich zu verlassen und eher einen Dialog als einen Monolog zu suchen. In diesem Sinne erhalten Sie natürlich und wie gewohnt nach den Vorlesungen auch die Gelegenheit zu Nachfragen und zur Diskussion. Liebe Katrin, wir freuen uns sehr, dass du zu uns sprechen wirst.